Jo, meine lieben Freunde, was geht ab, meine lieben Freunde? Und ja, willkommen zu der ersten unoffiziellen Folge der Erzgebirge Aue Karriere. Da habe ich jetzt mehr von gehört, von Erzgebirge Aue. Von daher, ja, gewinnt auf jeden Fall Erzgebirge Aue. Und wie gesagt, jetzt wollen wir uns mal den Kader mal angucken. Einmal so ein bisschen den Kader angucken und mal schauen, was ihr denn so für Sachen in die Kommentare schreibt, was man machen könnte. Definitiv sollte, glaube ich, soweit ich das weiß, spielt Barilla auf der Rechtsverteidigerposition. Und dieser Corbinian Burger geht dann auf die LV-Position. Dauert zwar mega lange. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Innenverteidiger. Keine Ahnung, wie da noch vielleicht irgendwas machen. Vielleicht um. Wie gesagt, da bin ich auf eure Sachen gespannt. Gott, hier haben wir auch so viele. Dann haben wir 3 da. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, was wir da so machen können. Wir haben auf jeden Fall gute Leute, definitiv. Also, da sind wir echt nicht schlecht bestückt, muss ich mal so sagen. Und wir sind eigentlich auf jeder Position mindestens einmal besetzt. Ich würde eigentlich auch, um ehrlich zu sagen, gar nicht so viel an der Mannschaft ändern. Deswegen vielleicht ein bisschen umstellen, weil wir haben ja auch viele Stürmer, sehe ich gerade. Und wir haben ja auch wirklich viele Stürmer und ich bin halt einfach dafür, dass Nazarov entweder er geht halt in den Sturm, ne? Geht halt neben Elias Huth halt in den Sturm oder so. Wie gesagt, da könnte man dann vielleicht einfach mal einen, mit irgendwas mit zwei Leuten arbeiten. Definitiv mit zwei, das könnte man machen. Man könnte auch so spielen, rein theoretisch, mit den zwei Außen. So, Thiel da auf links. Auf links. Kne, da haben wir doch auch, haben wir zum Beispiel Baumgart. Baumgart auf der RM-Position. Barilla auf der RV. Ne, da können wir auch Shikora spielen lassen auf der LV-Position. Tafazova auf der 6. Schreck denn auf der Dings. Und wie gesagt, wir bräuchten zwei LVs. Wie gesagt, da, das ist das, zwei Torhüter, zwei LVs, da hätten wir Rosenlöchler und ihn hier. Mal sehen, wie lange es bei ihm dauert hier. 4 Wochen tatsächlich nur. Und auf der Infoposition hätten wir dann Sorge, Nangsa, Matschischik, Burger und Jek. Jek wäre ich dafür, dass wir den verleihen. Weil er ist erst 20, dann hätten wir auf der 6 hätten wir Tafazhofer und Riese. Auf dem LM Thiel und Siaric. Siaric könnte man aufbauen, weil der ist erst 20. Auf der ZM-Position haben wir zum Beispiel Sam Schreck, Götze. Nazarov geht dann auf die Stürmerposition, weil Nazarov muss eigentlich bleiben, weil Nazarov einfach eine, halt einfach eine absolute Erzgebirge Aue-Legende ist. Deswegen müsste Nazarov, also das ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagen würde, wo wir Angebote blocken. Dann könnte man rein theoretisch Stefaniak noch aufs LM machen. Muss man da mal gucken, was man da vielleicht macht. Denn diesen Knet-Switch, ach oh Gott, kann man denn machen, auch, machen wir dann auf RM, weil ZMs brauchen wir denn ja nicht. Aber dann haben wir halt immer noch so viel, dann würde ich halt auch einfach sagen, dass sowas wie Dannhof zum Beispiel auf die Liste kommt. Da haben wir immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Stürmer. Da wird er hier dann verliehen. Und dann bleibt Jonic, Tachi, Huth. Wie gesagt, einfach mal so, sonst würde ich einfach sagen, dass wir Jonic auch einfach nochmal verleihen, weil wir haben ja eigentlich besonnen. Oder vielleicht lösen wir dann einfach oft auch die Leihe von Besong einfach auf. Schauen wir denn mal. Und bei der LM-Position wäre ich dafür, dass wir Siaric mal verleihen.
Und Verträge laufen ganz viele aus. Mendel, Baumgart, Schreck, Thiel, Nazarov, Tasci, Jonjic, Majacek, Stefania, Klevin, Götze, Settler, Knezevic, Riese. Das ist gefühlt eine halbe Karte, der ausläuft. Das sind echt wenig Leute, die nicht auslaufen. Und da ist jetzt meine Frage: Wollen wir erstmal die Saison abwarten? Oder halt direkt alle Verträge verlängern? Das ist dann ja auch die Frage, ob wir direkt alle Verträge verlängern. Stimmt, in der Jugendakademie können wir nochmal gucken. Okay. EA, den Scheiß-Bug habt ihr immer noch nicht. Ach Mann, EA. Die haben den Bug immer noch nicht behoben. Das ist nämlich eigentlich ein Offensivspieler. Der Paul Meyer. Das ist eigentlich ein Offensivspieler, aber das ist ein verbuggter Offensivspieler. Aber egal. Ich werde das auch nicht neu starten jetzt. Wie gesagt, schreibt einfach ruhig in die Kommentare, was ihr sehen wollt, wo wir vielleicht die Scouts hinschicken sollen und all sowas Mögliches. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ne? Und ja, das war's dann auch. Und dann werde ich mich nicht dieses Wochenende dran setzen, sondern wahrscheinlich erst nächste Woche, weil jetzt am Wochenende ist ein Kumpel von mir da. Da werde ich sowieso zu nichts kommen. Was mit FIFA oder so zu tun hat oder mit Aufnahmen, da habe ich dann auch keine Zeit für. Deswegen, ja. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Freue mich jetzt auf die endlich mal wieder loszulegen, weil FIFA ist jetzt schon seit fast einem Monat draußen und ich habe ja halt gefühlt noch nichts gemacht. Und jetzt sage ich mir, so langsam muss es jetzt auch mal losgehen, weil ich wollte durchziehen, hab's bis jetzt noch nicht geschafft. Also jetzt wird durchgezogen. Aber wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge. In der nächsten Folge der Erzgebirge, der richtigen ersten Folge der Erzgebirge Aue-Karriere. Also bis dahin, haut rein und ciao, ciao.